Hallo und herzlich willkommen zu einem kleinen, ja, ich mag es eigentlich gar nicht Update-Video nennen, denn wer mich schon länger kennt und den Kanal schon länger abonniert hat, dem fällt wahrscheinlich auf, dass sich hier nicht wirklich was verändert hat. Aber ich habe in letzter Zeit festgestellt, dass ich viele neue Abonnenten habe, die noch gar nicht wissen, dass ich nicht nur ganz gerne mit den Klemmbausteinen einfach mal spazieren gehe und da entsprechend meine kleine Gartenbahn fahren lasse, sondern dass ich auch nicht nur eine, sondern zwei Modellbahnanlagen habe. Und das ist meine erste hier, die ich selbst gebaut habe. Wenn ich da mal rüber schwenke über die Anlage, dann ist es eigentlich, glaube ich, gar nicht zu übersehen. Das sieht doch verdammt japanisch aus. Nun ja, das liegt daran, dass tatsächlich alle Gebäude, die ihr hier seht, und alles Rollmaterial, was momentan auf den Gleisen ist, 100% aus Japan stammt. Jetzt mag sich der ein oder andere fragen, wie zur Hölle kommt so ein kleines Japan in die Mitte von Europa? Und die Antwort ist eigentlich relativ simpel. Ich war auf einer Dienstreise in Japan und bin dort durch Hiroshima geschlendert, zufällig auf einen Laden mit Modelleisenbahnen gestoßen und habe gedacht, oh, das ist das perfekte Geschenk für einen Freund. Also, ich rein in den Laden und ich war sofort hin und weg von diesen ganzen tollen kleinen Häusern, Tempeln und auch den Lokomotiven und Zügen. Nun ja, ich war so weit hin und weg, dass ich schon in Gedanken ein, zwei Sachen ausgesucht hatte. Und dann fiel mir ein, ach warte mal, das ist total sinnlos als Geschenk, weil der besagte Freund hat eine Anlage in TT. Und nein, in Japan bekommt ihr nichts in TT, vieles in Spur N oder sogar in H0. Aber nein, nichts in TT. Und ich war ein bisschen traurig und bin fast wieder aus dem Laden rausgeschlendert, als ich dann auf die Gedanken kam, eigentlich ist das doch gar nicht so schlecht. Ich nehme mir einfach eine kleine Lok, ein kleines Gebäude und einen Tempel mit, baue mir das zu Hause als kleines Diorama und habe dann immer ein Erinnerungsstück an Japan. Gesagt, getan. Und auf diese Weise bin ich zu genau dieser Lok gekommen. Und ja, zu einem der kleinen Häuschen, die ihr seht, und auch zum Tempel. Zu Hause angekommen, habe ich auch alles ausgepackt, aufgebaut. Der Tempel war super schnell zusammengebaut, das kleine Häuschen. Und ich hatte es schon auf so eine kleine Platte gestellt, alles. Kleines Gleis davor, wie gesagt, die Lok drauf. Und dann dachte ich, ach nee, das ist ein bisschen langweilig eigentlich. Wenn ich schon so eine tolle Lok aus Japan mitbringe, dann möchte die doch auch fahren. Also ins Internet gegangen, mehr Gleise bestellt. Und wenn ihr euch jetzt hier umseht, wisst ihr wahrscheinlich, wo das Ganze endet, weil Gleise aufgebaut, festgestellt, fahren lassen macht ja Spaß, aber abends wieder abbauen, ach nö, das ist doch überhaupt nicht irgendwo spaßig. Also, nochmal rein ins Internet, mehr Gleise gekauft, mehr Häuser gekauft, einen zweiten Tempel gekauft, dann das Ganze angefangen aufzubauen, eine Platte gekauft und das Ganze nach und nach zu einer eigenen Anlage zusammengebaut. Und das ist inzwischen schon eine ganze Weile her und ich definiere diese Anlage als fertig. Ja, natürlich. Ich habe noch ein paar Ideen für Verbesserungen, Verschönerungen. Ich möchte noch ein paar Bäume an den verschiedenen Stellen einfügen
Und es fehlen natürlich noch ein paar Preiserl, die habe ich inzwischen besorgen können. Die werden also auch noch einziehen. Und es wird dann so langsam tatsächlich fertig. Allerdings, wer meinen Kanal schon länger verfolgt, dem ist wahrscheinlich auch aufgefallen, dass genau hier meine Anlage ja irgendwo linke Hand aufhört. Und dass ich dafür mal eine Erweiterung angefangen habe zu bauen. Und zwar eine, die ich selber gar nicht so schlecht finde. Die besitzt ein eigenes Bergwerk, aber die Anlage ist nie weitergebaut worden, diese Erweiterung. Die habe ich irgendwann mal weggepackt, weil mir so die Idee für den Oberbau fehlte. Und keine Sorge, wer darauf wartet, ich werde irgendwann definitiv auch damit weitermachen und weiterbauen. Da fehlt mir momentan ein bisschen leider die Zeit zu, aber das wird definitiv auch kommen. Und ja, so bin ich zu einer kleinen japanischen Modellbahnanlage gekommen, die jetzt hier mitten in Europa im Prinzip steht und wo kleine japanische Züge ihre Kreise ziehen. Momentan seht ihr nur meine allererste Lok ihre Runde ziehen mit einem kleinen Wagen. Hier im Vordergrund habe ich noch eine zweite, die ich im Nachhinein erworben habe und ein Teil im Prinzip von etwas, was auf die Anlage nicht ganz hinpasst, weil wer genau hinschaut, der wird feststellen, dass dieser Wagen, der dort fährt, eigentlich einer ist, der eine Oberleitung benötigt. Dazu konnte ich mich bis jetzt nicht durchringen, weil ich glaube, das wäre mit einem wahnsinnigen Aufwand verbunden für diese Anlage und es würde, glaube ich, auch nicht unbedingt so 100% zu meiner kleinen Anlage passen, die doch eher, nun sagen wir, sehr eine dörfliche Atmosphäre widerspiegelt. Aber alles in allem gefällt mir meine kleine Anlage und wie gesagt, ich habe sie als fertig definiert. Ich hoffe, euch gefallen diese paar Eindrücke, zumindest denen von euch, die sie noch gar nicht kannten. Und ich habe ja am Anfang gesagt, dass ich zwei Modelleisenbahnen habe. Also, was ist die zweite? Das zeige ich euch bei nächster Gelegenheit, aber wenn ihr mal in meinem Kanal ein bisschen blättert, dann wird auch das Fahrvideo dann keine Überraschung für euch werden. Damit bedanke ich mich aber erstmal fürs Zuschauen und Zuhören und hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder. Tschüss!